und Herren, sehr geschätzter Bürgermeister, Herr Regierungsrat Franz Zwicker, sehr geehrte Vertreter der Politik, der Ehrengäste, der Sponsoren, der Funktionäre der Landesverbände, der Funktionäre des ÖBGV und natürlich herzlich willkommen, lieber Leo, unser Präsident des Irischen Bahnengolfverbandes. Aber vor allem, liebe Bahnengolfer und Bahnengolferinnen aus allen Bundesländern aus Österreich, ich möchte euch zu der diesjährigen Eröffnungsfeier der 28. eigenständigen österreichischen Seniorenmeisterschaft 2012 hier in Niederösterreich recht herzlich begrüßen. Und ich hoffe, ihr habt es allen begrüßt. Und falls ich jemanden vergessen habe, den begrüße ich jetzt auch noch. Österreichische Seniorenmeisterschaften sind einer der Höhepunkte in unserem Bahnengolfsportkalender. Es freut mich deshalb ganz besonders, und das nicht nur in meiner Funktion als Präsident des Niederösterreichischen Bahnengolfverbandes, dass wir wieder in Niederösterreich diese österreichischen Seniorenmeisterschaften bekommen haben. Mit diesem Vertrauen aller Landesverbände Österreichs wurde der MGC Herzogenburg für die Durchführung der Meisterschaften beauftragt. Und ich glaube, wer den MGC Herzogenburg kennt, der MGC Herzogenburg hat schon einige seiner Erfahrungen, das ist ein erfahrener Verein. Er hat etliche Großbewerbe bereits durchgeführt und diese auch erfolgreich über die Bühne gebracht. An dieser Stelle möchte ich mich bereits im Vorhinein bei der hervorragenden Organisation bedanken, vor allem beim Obmann des Vereines, beim Ernst und seinem Team, bei der Crew, wie sie sich nennen. Recht herzlichen Dank. Ich bin mir heute schon sicher, dass alle Wünsche, Probleme, die in den nächsten Tagen auftreten sollen, sofort von dieser Organisation gelöst werden und gelöst werden kann. Die kommenden Tage vor dem Wettbewerb werden für euch Bahnengolfer und Bahnengolferinnen, natürlich auch für die Betreuer, durch aufwendiges Training, durch Bahnengolfanalyse bzw. Auswahl der Bälle eine entsprechende Herausforderung bringen. Aber deshalb glaube ich, dass es auch sinnvoll wäre, sich neben dem harten Training ein paar Stunden Zeit zu nehmen für eine Freizeitgestaltung. Und wir haben ja schon von Herrn Bürgermeister einiges gehört über Herzogenburg. Und ich habe heute ein bisschen im Internet nachgeschaut und nachgelesen und habe festgestellt, dass Herzogenburg, das Stadtgemeinde Herzogenburg, einiges wie zum Beispiel den Aquapark, das Freibad mit dem Naturbadeteich, wenn ich es richtig vernommen habe, bietet, oder nette Heurigen entlang der Dreisen, das heißt für das Wohlbefinden, das leibliche Wohl, die sogenannte Biojause. Oder wer etwas für das Kulturelle machen möchte, gibt es die Möglichkeit, eine Besichtigung des Chorherrenstifters Herzogenburg. Meine Empfehlung an euch allen, bitte nützt dieses Angebot der Stadtgemeinde Gensandorf. Herzogenburg natürlich. Der Bürgermeister hat ja einiges gesagt von den Einwohnern, von den Mandaten etc. Und das kann man mit Gensandorf immer vergleichen. Und nachdem ich selbst im Gemeinderat in Gensandorf tätig bin, gibt es da einige Parallelen. Also meine Empfehlung an euch, nützt dieses Angebot von der Stadtgemeinde Herzogenburg. Ich glaube, es ist sehr wichtig, einige Stunden vom Sport, vom harten Training Abstand zu nehmen und neue Energie aufzutanken. Ja, damit bin ich schon beim Abschluss, liebe Bahnengolfer und Bahnengolferinnen. Ich möchte euch für die kommenden Tage einen fairen, interessanten Wettkampf wünschen. Hoffe, dass wir, und wir haben schon im Wetterbot jetzt gesprochen, ein relativ gutes Wetter diese Woche haben. Ich kann nur sagen, mögen die Ziele, die ihr euch persönlich vornehmt, in Erfüllung gehen. Und in diesem Sinne alles Gute, gut Schlag.